Aber hier sind keine Mauern, oder? Nein. Ich sehe bisher auch keine, sonst hätten uns da, glaube ich, auch was geschrieben schon. Hinten da läuft noch jemand. Ja, da. Ah, ich bin runtergebrüllt. Moin und herzlich willkommen zurück zu Ark World. Wir haben jetzt auch endlich ein motorisiertes Raft. Das bedeutet, wir sind noch schneller bei den Rare Sightings und möglichen weiteren Punkten. Es braucht allerdings unglaublich viel Benzin, das ich hier gerade mal zusammencrafte. Das Raft verbraucht halt echt viel Benzin. Ich werde mal ein bisschen mehr machen gleich noch. Sag doch, es braucht viel Benzin. Naja, aber dann müssen wir das auch machen. Ach da. Aber wir haben ja genug Öl, es passt schon. Nein. Was? Charles? Tyrannosaurus? Moment. Wo bist du noch, Mari? Draußen. War das der von dir jetzt? Ja, das war eigentlich Irex. Wo warst du denn? Ja. Draußen. Ich hab doch gesagt, beim Haupttor raus. Ja, ich bin ja direkt rausgegangen. Ich konnte dir nicht mehr helfen. Ari, hast du eigentlich, wenn du da angegriffen wurdest, hast du da mal gebrüllt? Du kannst, wenn du brüllst, kannst du nämlich die Tiere auch stunnen, die wild auf dich losgehen, ne? Dann kannst du dir in so einer Situation, kannst du dir dann nämlich ein Escape war das hier? Sicherstellen. Hier im Wasser direkt, hier unten. Mach mal bitte den Skorpion weg. Waren das Wasserviecher oder Landviecher? Landviecher, das waren diese Mapu-Dinger. Waren plötzlich da. Ich sag ja, wenn die im Pack auftreten, wie viele waren das? Vier? Fünf waren es. Fünf? Okay, ja, wenn sie im Pack auftreten, müssen wir wahrscheinlich echt vor denen aufpassen. Zwei oder drei sind nicht langsam. Wir sollten los, wenn wir da noch irgendwie was machen wollen. Also ich habe jetzt wieder 110 Einheiten Benzin hier, das nehme ich jetzt mit. Hast du die Tasche leer gemacht, Ari? Ja, ich habe all mein Zeug, aber ich bin jetzt ganz langsam. Na dann pack's hier in den Dominus. So, ich komme, ich bin da. Du fährst du eh mit dem Motorboot, ne? Ich fahre mit dem Motorboot. Ich mit dem Spino schon mal. Ich würde auch mit dem Motorboot dann mitfahren wollen. Wo steht das denn jetzt gerade? Das steht da, wo die Schrankflöße stehen. Da. Ja, was Schrank an diesem Auftauchen mit den Spinos, ne? Aha. Das Tor lass ich mal kurz holen wir noch einen T-Rex und dann kommt der Tier. Okay. Ich komm. Machst du hinter mir das Tor zu Ari? Nee, ich muss schnell rüber, sonst komme ich nicht mehr mit. Oh. Dann mache ich selbst. Eigentlich müssten wir das mal bebauen, das Floß. Das Raft? Hm. Naja, ich weiß nicht, wie das geht. Das müsstest, wenn, dann du machen, ne? Es ist überhaupt keine große Kunst. Da klatscht halt ein paar Foundations drauf. Ah, ich kann gar nicht mehr als einen Stack hier an Benzin da reinpacken. Okay. Na gut, dann habe ich jetzt noch 9 Einheiten auf Tasch, die ich nicht reinpacken kann. Wird aber sehr eng jetzt. Ja gut, das ist aber auch größer. Das mit Ultimasaurus und zwei Rexen. Müssen wir halt kuscheln. Ja, kuscheln wir eben ein bisschen. Ja. Warum hat das jetzt eigentlich immer noch nur 30%? Ich hab doch jetzt gerade wieder. Ich mach's mal kurz an. Weil ein Gas wahrscheinlich dann verbraucht wird und noch 200 drin sind. Ah, verstehe. Ach so, dann ist es ja noch voll. Ne, egal. Fahr mal kurz ein Stück, ich weiß nicht, ob ich drauf bin. Warte, Moment. Du bist auf dem anderen Floß drauf, warte mal. Schritt vorgegangen. Kann wegen dem Indoraptor auch nicht vorwärts gehen. So, jetzt bin ich drauf. So, jetzt fahre ich mal so ein bisschen rückwärts. Das kann im Moment dauern. Wenn du rückwärts gerade fährst, dürftest du. Na, jetzt nicht mehr. Das Problem ist, ich will nicht auf das andere Floß drauf, dann bleibt ihr nämlich da dran hängen. So, jetzt. Vorsicht, jetzt bin ich wieder ein bisschen so. Es fährt sich halt so ein bisschen schwammig so. So, mal zurück. Ja, nachjustieren. Ja, genau. Damit wir hier schön fahren werden wir spielen. Welche Richtung? Links. Links. Ach, links rum. Links. Ja, ich muss ja wenden. Ich kann mit voller Fahrt wenden, ist scheiße. Dann fahre ich nämlich in die Insel rein. Dann bleibt ihr alle hängen. Dann müsst ihr alle wieder drauf. Alter, das ist ein Gebeiße da. Ihr müsst mir sagen, wann ich abbiegen muss, ne? Ja, hier rund um die Insel einmal. Einmal um unsere Insel rum, okay. Ja, das Floß ist schon geil, also das Motorboot hier. Kann man nicht anders sagen. Jetzt wird es bestimmt gleich zerstört. Wobei, kann man das überhaupt mit Tieren zerstören?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Jetzt direkt rüber zur anderen Insel. Wenn nämlich nicht, dann ist es unzerstörbar. Keine Explosion. Keine Explosions. Auf jeden Fall sind wir momentan, zumindest nach dem, was ich jetzt so beurteilen kann, die Einzigen, die eins haben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil, weil wir sind auf jeden Fall schneller da. Ja, es sei denn, es ist halt so wie jetzt bei anderen ziemlich in der Base. Ja, am besten fährst du rechts an der Küste lang, dann können wir nicht mal gucken, ob die auf der oder auf der Zoss-Insel ist. Mhm. Ich glaube, die haben es jetzt auf ihre Insel gezogen, weiter nach hinten. Weil bei 45, 35... Darf man das? Ich weiß nicht, 45, 35 wäre bei mir jetzt im Wasser, ansonsten halt... Nach was suchen wir noch? Was waren das eigentlich? War das nicht im Beelzebub? Schildkröte, eine Albino. Achso. Ja... Wir können theoretisch natürlich im Wasser sein, aber... Ich glaube, wenn sie im Wasser wäre, hätte Lonza die schon entfernt. Also wenn sie so richtig... Das steht aber an der Worte. Ja, das heißt ja, dass sie irgendwie mit der Fußspitze im Wasser steht. Was kann das heißen? Moment mal, bin ich hier in eine Sackgasse gefahren oder kann ich hier rechts rum? Nein, 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 weiter, weiter. Das sah gerade komisch aus. 50, 30. Hier rechts schwimmen. Jetzt ist sie über 50, 30. Seht ihr, die kommt immer weiter in den Norden auf einmal. Ja, da, das ist... Es ist irgendwo hier. Nee, 50, 30 war sie schon die ganze Zeit. Nein, nee, jetzt ist er da unten. Ja, eben war sie 45. Schildkröten. Ja, fahr mal darüber. Ja, ihr wisst schon, bin dass hier Zoss gleich die Parkmauern auftauchen, oder? In der Nähe hier irgendwo? Ja. Na, dann kämpfen wir eh nicht. Also, ich bin ja mal gucken gehen. Wenn mal Freunde da sagen. So weit musst du gar nicht fahren. Du bist schon zu weit. Du kannst wieder zurück. Ich muss schon wieder zurück, ja. Okay, da hinten waren auf jeden Fall Schildkröten. Ja, dann müssen die das ja sein. Ja, hinter uns auf der Zoss-Insel. Ich muss noch mal ganz kurz wenden, ne? Ich darf nicht mit voller Kraft wenden. Ach, komm. Und jetzt, wenn du hier links guckst, da sind mehrere Schildkröten. Ja, es ist eine Albino. Ja, das kann ja nicht schwer zu finden sein eigentlich. Eine weiße Schildkröte. Wie schwer kann das sein? Berittener Spino, rechts von uns. Vielleicht haben sie die aber auch schon in ihre Base gezogen. Ja. Achso, okay. Vielleicht haben sie die schon in ihre Base gezogen, die Albino-Schildkröte. Dürfen sie doch gar nicht. Das dürfen sie doch gar nicht. Ja, stimmt, dürfen sie ja nicht. An die Base dürfen die An die Base dürfen sie es aber, stimmt. Also da ist sie. Geh an Land, an Land, an Land, an Land, an Land. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. An Land. Ja, 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 ich bin ja dabei. Aber seid vorsichtig wegen den Mauern oder so, ne? Welcher Spino ist denn das? Das ist Edmonto, Spino. Ich komme nicht auf den Raptor drauf. Er ist auf den Rex. Okay, ich halte mal kurz nochmal Abstand. Brüll. Pass bloß auf wegen den Parkmauern. Ja, passt wegen den Mauern auf, die sind hier... Das Bino kommt von hinten. Da die Mauern? Ich sehe keine Mauern. Brüll Achtung. Den. Achtung. Habt ihr den Reiter von dem Rex runter? Ich kann nicht brüllen. Kann ich kann brüllen. Auch nicht ich brüllen. Noch auf Cooldown. Ich kann auch nicht brüllen, ich hab keinen Rex. Ich greif gerade den Rex an. Klingel. Jetzt. Ja, nice. Weil aber hier sind keine Mauern, oder? Nein. Bitte von der Spät. Ich sehe bisher auch keine, sonst hätte Lonster, glaube ich, auch was geschrieben schon. Hinten da läuft noch jemand. Ja, ah, ich bin runtergebrüllt. Ich auch, aber ich habe noch Mario gefressen. Babyphone, bleib hier. Wer sitzt hier? Ich auch. Komm her. Ich bin drauf. Rennt der Rex gerade weg? Ja, tut er. Nein, hinten der ist überladen. Hier hinten ist ein Spino, Leute, der rennt auch weg. Jetzt glaube ich nicht mehr. Uftata. Er ist gleich zuerst tot. Weh. Wo, wer tut weh? Wo? Da drüben die Spinos. Der Spino. Komm mal. Ah, der Edmonto ist auch wieder hier. Kann ich den nochmal anbrüllen oder? Nee, bringt nichts. Hast du schon alle runter, ne? Ja, sind schon alle Spieler. Ist der hinten noch ein Edmonto oder so? Nee, ne? Vernichtet sie, jawoll! Alter, bin ich überladen. Du hast das ganze Zeug gefressen, kann das sein? Ja. Dem die denkst schon du nehmen, auch gerade, ey. Uiuiui. Fertilizer hab ich mitgekriegt. Jetzt wäre ich hier vom Kombi angegriffen. Ah, da ist die weiße Schildkröte. Nochmal sicher gehen, ich sehe keine Parkmauern. Funktioniert. Also ich habe auch keine Parkmauern gesehen. Die sind, glaube ich, noch weiter im Landesinneren tatsächlich. Fangen die erst an. Ich krieg keine Meldung. Kriegst du welche? Und Lonestar hat es auch ja nicht geschrieben, dass wir irgendwie hier Gefahr laufen. Da würde er es ja sofort schreiben eigentlich. Da steht Taming 8,8. Ja, dann. Also hast du gerade eine Meldung gekriegt.
Ja, ich kann sie streicheln auch. Ja, dann ist alles gut, wenn du die Meldung gekriegt hast. Eine weiße Carbonemis. So, aber jetzt müssen wir sie beschützen, bevor sie alle wiederkommen. Die Schlacht um die Albino-Carbonemis. Vor allem, wir haben noch 10 Minuten, ne? Wir müssen die dann noch runterkommen. Ja gut, wir haben das Motorboot. Ach ja, da sollte vielleicht mal jemand aufpassen. Hat noch jemand Veggie-Baits von irgendjemandem eingesammelt? Ich hab noch welche, ja. Dann macht ihr das mal unter euch aus. Ich mach mal hier ein bisschen das Kröpfzeug weg. Achso, okay, der Raptor ist... bin ich, ja. Ich gehe mal hier zu unserem Motorraft so ein bisschen. Und nicht schon wieder die Kombis. Ja, dann stell dich bitte nicht drauf, dann vielleicht... Warte. Selbst wenn ich mich in die Nähe stelle, kommen die ja. Ich fahre mal mit unserem Motorraft ein bisschen ran, ne? Ja. Ups. Ja. Damit wir dann schneller auf das Raft draufkommen. Wo bist denn du mit den Raft draufkommen. Wo? Da. Nimm sie dir. Ich habe alle ins Inventar gepackt von Spino. Wo denn? Die haben sich gestapelt. Da waren noch welche drin. Boah, Alter, das war gerade eine ganz schöne Schlacht. Ja, wir haben auch sie wieder gut weggenutzt. Wenn jemand Langeweile hat, kann er den ja mal ein bisschen... Ja, meiner sieht auch nicht mehr gut aus, aber meiner sieht mieser aus. Es ist halt schon wieder... Oh Gott, Ari, dein Rex hat gelootet und zwar nicht zu knapp. Ja, der ist total überladen. Das, ja, aber an gutem Zeug. Gut im Zeug? Was hat er denn alles? Unter anderem 3 von diesen Nachtsichtgeräten. Oh, können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Darf ich mich auch mal vielleicht neu ausrüsten da dann? Warte mal, ja, war das... Es ist nicht volle Ausrüstung drin, aber es ist halt... Welcher Rex war denn das nochmal? Der, auf dem ich sitze. Hans müsste... Hans sein, dann nehme ich mir nämlich mal ein paar Kleinigkeiten daraus. Ja gut, so viel Spannendes ist das nicht. Aber warte mal, Schlafsäcke sind da drin, die kann man an sich mal setzen. Zum Beispiel auf... Die nicht lange. Macht das Sinn. Ich setze die jetzt aufs Raft zum Beispiel, setze ich mal ein. Dann setze ich mal hier hinten ein. Ins Wasser. Ich setze die ins... Nee, das geht nicht. Scheiße. Kann ich die nicht auf die Carbonemis hier drauflegen? Wenn du das bequem findest. So, ich habe das jetzt mal hier alles ein bisschen verteilt. Es reicht ja schon, wenn sie einen einzigen Schlafsack nicht sehen. Im Kampf. Dann kann ich nochmal hier spawnen und nochmal hierher rennen. Wurde die Schildkröte gerade angeschossen? Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Wenn sie wegrennt, hat komische Geräusche gemacht. Nee, wegrennt tut sie nicht. Nee, ja, dann hat sie nur irgendwas gesehen oder gefressen. Vielleicht hat sie ein Bait gesehen oder so, keine Ahnung. Look auf. Oder so, ja. Schlafsack von dir hier, ne? Ja, ich hab gerade Schlafsäcke gesetzt. So, der Rex war das. Hans! Ein Nacktsichtgerät. Stimmt, warte mal, da kann ich jetzt ja durchgucken, dann sehe ich ja die Hitzesignatur von Zoss, wenn die dann kommen. Stimmt, das ist gut, nicht, dass die Gott, gleich man, kommen und die Schildkröte. Man kann das Ding nicht auf einem Tier benutzen, okay, ich werde es niemals benutzen. Das Infrarot-Ding? Ja, das ist der einzige Nachteil bei den Teilen, man kann sie nicht benutzen auf einem Tier. Ja, dann bringt es für mich nichts, weil sie hat die Carbonemis? Kann sowieso nachts alles sehen. 70. 79. Also auf dem Iguanodon dann funktioniert. Dann parken wir schon mal die Rexe oder so aufs Motorboot, okay, auf damit wir nicht gleich damit so viel Zeit vertrödeln. Was willst du? Ja, stimmt. Weil ich glaube fast nicht, dass die jetzt nochmal auftauchen. Werden sie sich auf jeden Fall zweimal überlegen. Da oben nachdem sie jetzt so viel verloren haben, glaube ich auch nicht, dass sie jetzt große Aktionen also machen. Also sie könnten halt mit Rexen kommen. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Oder Snipern. Es wäre gut, wenn ihr vielleicht die Schildkröte ein bisschen abdeckt mit den Rexen. Ich gucke ja auch gerade mit ich gucke mit dem Wärmesichtgerät. Ich sehe ihre Wärmesignaturen, wenn sie kommen. Ich sehe da niemanden irgendwo liegen. Also ja. Es könnte sich auch einfach jemand da oben hinstellen. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass wir rechtzeitig hier wegkommen auch. 99,3, sie ist gleich fertig. Ja, dann parkt alles aufs Floß schnell, damit wir hier weg können. Ja. Ich nehme schon mal Shadows Bitch, Shadows B. Ich muss das jetzt mal tun. Scheiße. Ja! Ich nehme das schnell rauf mit ihr. Ich hab deinen Los, wackel schneller. Jemand Gott, muss noch ey, mit dem so Rex voll. Irgendwie ein bisschen weg, sonst kommt sie da nicht drauf. Der Spino, der kann ja schwimmen. Ja, ja, ich will da ja auch nicht drauf. Ich guck nur gerade, damit nichts passiert. Shadows Bitch steht im Weg. Na toll. Ja. Nimm sie weg. Ich bin gelähmt. Na los. Jetzt schnell Hans drauf. Hans drauf. Hans drauf. Hans. Okay. Hans 5 bitte auch noch. Hans im Glück. Hans Dampf. So, hab ja sehr glückliches Beweis. Auf geht's. Wir stacken. Oh Gott. Wir stacken.
Sieht die Viecher irgendwie auseinander. Ja, versuch so. Nee, du musst weiter nach vorne eigentlich dahin. Oder die Carbo Nemes muss weiter nach vorne. Ich kann nicht fahren, runter? Das geht nicht. Nee. Ja. Ja. Fahr mal. Nee. Es geht nicht. Die Carbo Nemes ist, glaube ich, schuld. Oder der Raptor, das glaube ich nicht. Der stand vorhin auch schon so. Ja, manchmal ist es halt der Raptor. Geht man mit euren Tieren runter und zieht die Carbo Nemes so, wie wir sie brauchen. Ja. Die darf nicht so nah hier am Motor stehen, glaube ich. Die muss ein bisschen weiter vorne. Bewegt sie sich? Oh, warte. Ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt vielleicht reicht das ja schon. Stimmt, ich glaube irgendwie nicht. Ich versuche mal zu fahren. Warte, ich muss... Jetzt. So ein kleines Stückchen? Ja, ich kann. Es geht. Okay. Nee, doch nicht. Jetzt backt's wieder. Doch. Ja. Aber es fährt. Reicht. Wo muss ich denn hin? Links? Ich sehe nichts. Geradeaus einfach. Oh, können wir nicht einfach hier rechts in die Bucht rein, so? Wisst ihr, wo ich stehe? Ich stehe auf Hans Fuß. Ja, ich sehe es. Also, bei euch ruckelt das jetzt nicht, ne? Wenn ich fahre, bei euch ruckelt das nicht. Doch, aber fahr einfach. Aber nur ganz leicht. Aber das dauert ewig. Er hat keine Zeit mehr. Fahr! Ja, aber wenn wir jetzt hier auf dem Wasser auslocken müssen, ist auch scheiße, wenn wir zu langsam sind. Wir haben noch 5 Minuten, das reicht. Ich kann halt nicht das Draft auf Turbo-Modus kriegen, so. Das bremst halt immer wieder. Fahr ich richtig? Ich sehe das nicht. Ich habe nur Tiere vor mir. Geradeaus. Ah, da, jetzt sehe ich's. Okay, jetzt kann ich's einordnen, wo ich bin. Du kannst ja in der hinteren Bucht parken. Mhm. Ja, erstmal anlanden, dann gehen die Rechse und sowas runter und dann geht's schneller. Ja. Ihr geht alle dann von Bord und. Runter mit der Carbo Nemes und du kannst ja dann das richtig einpacken. Aber schaut bitte noch gleich, ob da. Ritzi, kannst du vorschwimmen und mal gucken, ob da irgendwo was Gefährliches am Strand ist? Ja, lass es einfach. Das sieht sehr ungesund aus. Oh Gott, wie es wegflöpst. Wer auch immer das gerade auf Hans macht, könnte bitte damit aufhören, ich stehe nämlich auf dem Fuß. Ach, bleibst da wohl. Auch komische Aussage, wer auch immer das auf Hans macht. Komm schon, fahr. Ach, scheiße, ey. Wir haben's ja gleich. Sind fast da. Das schaffen ja, wir noch. Ja. Ist da was Gefährliches am Strand vorne? Im Wasser ist schon mal nichts. Solange nicht wieder 4 von diesen Viechern auftauchen. Ja, wenn da ein Babyzilla ist, müssen wir woanders hinfahren. Nur kleine Raptoren, die kann ich schnell verputzen. Nein, ich bin runtergefallen. Ich hab doch gesagt, du sollst damit aufhören. Ich kann nicht anhalten jetzt, ich muss weiterfahren. Ja, fahr einfach. Ritzi? Ja. Ritzi ist schon allein. Ich weiß nicht, du kannst halt nicht auf den Spino rücken, weil er nicht an Oberfläche ist kann. Ist egal, aber... Gott, diese Manta und all so ein Zeug. Plötzlichen Bremsmanöver hier. Du bist halt vor allem auch mitten auf dem Ozean runtergefallen. Dass hier nichts kommt. Ich hoffe es zumindest. Geh weg, du störst. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft, glaube ich. Okay, jetzt mal. Ich müsste halt so nach oben. Versucht mal alle runterzugehen. Auch mit der Carbo Nemes vielleicht. Geht leider nicht. Die kommt nicht an die Oberfläche. Die kommt nicht an die Oberfläche? Könnt ihr doch pfeifen einfach, oder nicht? Beim Ari. Ja, nicht beim Schwimmen, darum ging's. Warum, hallo? Kommt die jetzt nicht hier? Hallo, du sollst mir folgen. Ich nehme den Rex mal schon mal mit. Mhm. Komm schon, los. Noch 3 Minuten, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Oder 6 Minuten? Ne, 6 Minuten sind's noch. Was? Willst du das Floß umfahren? Ich nehme die Schildkröte ab. Meine Aufnahme läuft aber seit 2 Stunden 54. Du hast auch ein bisschen später erst angefangen. Das ist egal. Es geht nach meiner Aufnahme. Willst du das Boot umparken? Ich nehme die Schildkröte ab. Ich muss ja gucken, dass ich die Zeit voll kriege. Oh, hallo? Ist noch hier. Ach, Ari, okay. Soll das Boot nach hinten oder lassen wir es hier stehen? Ich mach das. Kannst du den Indoraptor mitnehmen? Ja. Steht direkt in mir drin, den sehe ich nicht. Auf geht's. Die beiden stehen hier und heilen hoch. Also Abmoderation. Ihr könnt euch da schon mal ein bisschen in der Nähe der Rampe aufstellen. Dann machen wir da schnell noch eine Abmoderation. Das muss noch sein. Bevor ich dann den Server stoppe. Schönes Tor zu. Okay.
Gott, was ist denn hier im Wasser? Okay, ich fahre mal lieber auch noch mal ein bisschen weiter außen rum. Lass mir Babyfon mal eben hier. Will nicht, dass das Floß hier Schaden kriegt. Ja, ne? Ja, dekorativ würde sie von der Farbe sogar in mein Wohnzimmer passen. Ausgestorbt. Wie Glitzer. Ich schaff's. Warum ist Ari jetzt abgebrochen plötzlich? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Hintergrundgeräusche. Ach so. Oh. Ich schaff's nicht, sie ganz hoch zu bringen, aber das machen wir nächste Runde, oder? Und wegen Ja, stellt euch gleich mal da unten auf. Ich muss jetzt hier noch das Floß schnell parken und dann den Motor ausmachen. Oh, scheiße, ey, wie viele Viecher ja, unten, da wieder sonst sind. Sonst schafft das nicht. Ja. Ritzi! Ja, ich muss dann noch hier... Ja, ich bin auch überladen. Ich komme angelaufen. Ich so viel Zeug dabei lauf, Bärchen, lauf. Auf der Schulter. Ja, die bringen sich jetzt alle in Sicherheit, das passt schon. Ich hab's ja schon mal erklärt, dass ich noch die Abmoderation immer noch machen muss. Das geht halt nicht anders. Ah ja, jeder in einem so einem Ding stehen hier. Können sich die anderen freuen, dann haben sie noch, können sie noch irgendwie, keine Ahnung, eine Kleinigkeit craften oder so. Ist ja kein Nachteil jetzt. Wir sind da. Oh. Auf geht's. Schnell. Oh Gott. Ah, ich komme hier nicht durch. So. Also. ja, hier habe ich das Kabel vor der Nase. Lasst uns mal hier drüben aufstellen. Oh. Ja, naja. Nur weil du sein komisches Haus da bauen musstest. Nein, hier. So. Wir sind wieder am Ende einer wahnsinnigen Session von Session 13, einer PvP-Session angekommen. Es ist der Wahnsinn, wir haben unglaublich viel gezähmt und wir sind jetzt tatsächlich auch in Führung. Ihr seht jetzt hier natürlich nochmal den abschließenden Punktestand am Ende dieser Session. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben im Tribe, sowohl bei den anderen Tribes, Parks, beim Nachtschattenclan, bei Zoss. Ich bedanke mich auch nochmal bei G-Portal, die uns das hier ermöglichen, dass wir auf diesem Server das Projekt durchziehen können. Vielen Dank an der Stelle. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Session. Ark World. Bis dann, ciao, ciao.